habt schon gehört. Der Kaiser ist wieder am Eselsberg. Und er hat verbotenerweise ein Techtelmechtel mit einem vergebenen Mäuschen angefangen. Ich bin ja eigentlich der Ronald Kraml aus Christoph Meldung. Aber die Weltpresse, die darf das nicht davon. Das geht mir aus auf Grundeis, das heißt, ich frage. Sie sind mir ja nur 100 Schilling schuldig. Ja, die habe ich heute leider nicht dabei. Ah, aber ich sehe da was. Nehme ich die 50, kriege ich noch 50. Ich fand so Mime, gell? Ja, nein, nein, nein. Wie schau ich aus? Wie ein Inka? Jetzt versteht sich, bin ich ein Pantomime. Soll ich mal die Wand machen? Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du, hula baloo. Ich sag jetzt gleich, um 7 sollen wir anfangen, was heißt das denn? Hallo? Wie soll das da funktionieren über die Stiege? Jetzt hat er verabschiedet. Bitte! Hey! Und der Bett wird ziehen! Und schon! Hey, ja, wenn ich sterbe, könnte ich den ganzen Tag schlafen. Dann nimmt sie halt doch hoch! Gut! Dann bleibt mir die Tür! Ja! Stopp! Stopp! Mal noch was passiert! Als ein auf dem Gehütschhof. Tschüss, ciao, Papa. Na, servus. Servus. Rupi später dran. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Alle am Boden. Du nicht, Michel. Lukas, soll ich mit meinem Vornamen anreden? Wie soll ich nachher sagen, Meier? Sag ich auch nicht Senfter zu dir. Was haben wir uns denn ausgemacht? Pferd und Hose. Nicht Pferd und Hose, du Esel. Bonnie und Clyde. Ja, hab ich eh gewusst. Ein Viech und was zum Anziehen. Wer in drei Sekunden nicht am Boden liegt, der wird. Ja, dann lass mal schon was einfallen. Ja, genau. Also. 21! 22! 22 hat er gesagt, 22! Ja. 23! 24! Ja, wir müssen den Tempel rausreden! Es wird schön sein! Das Loch wird nicht gleich vergehen! Ruhe, ja! Abwarten! Und das heißt Geografie! Genau! Was? Geschichte! Genau! Geschichte! Hey, in Zahnmut, aus nur im Sinn, am Samstag in der